Super, dass du da bist. Heute geht es ums Frontheben mit Kurzhanteln. Ja, wie das Frontheben ausgeführt wird und welche Muskeln tatsächlich explizit beteiligt sind, siehst du gleich. Okay, also fürs Frontheben mit Kurzhanteln, ja klar, brauchst du zwei Kurzhanteln. Und wie machst du die Übung? Ja? Du stehst erstmal grundsätzlich gerade da. Du kannst auch gerne nicht so einen Hüft- bis Schulterbreitenstand wählen, sondern so einen leichten Ausfallschritt. Vielleicht ist es für dich ein bisschen komfortabler, weil du da vielleicht das Gefühl hast, sicherer zu stehen. Ja? Weil das Frontheben sieht so aus, dass du ja, stehst erstmal gerade und jetzt könntest du mit den Handflächen zueinander zeigen, die Hanteln nach vorne bringen, beziehungsweise deine Arme nach vorne bringen, etwa auf Schulterhöhe die Oberarme und dann wieder zurück. Ja, dann wieder in die Bewegung und zurück. Und weil das Gewicht vorne ist, in der obersten Position, ja, kann es vielleicht ja, so ein bisschen sehr, sehr anstrengend sein, gerade wenn du etwas mehr Gewicht verwendest und dann kann es vielleicht von Vorteil sein, wenn du dich in so einen leichten Ausfallschritt stellst. Ja, so kann man das Frontheben ausführen. Das Frontheben kann man auch so ausführen, dass die Handflächen erstmal zum Körper zeigen. Ja, von der Ausführung ist es dann ja, grundsätzlich das Gleiche. Du stehst halt gerade, Brust raus und bringst die Arme nach vorne, Oberarme etwa auf Schulterhöhe und dann wieder zurück. Das Frontheben, das kann ein Bestandteil sein von einem Schultertrainingsprogramm, wenn es darum geht, den vorderen Schultermuskel explizit zu kräftigen, weil dieser Pars clavicularis des Musculus deltoideus, der sorgt natürlich auch dafür, dass der Oberarm nach vorne gebracht wird, also der hilft mit bei dieser Anteversion, aber natürlich auch der Musculus pectoralis major. Der Musculus pectoralis major ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Oberarm nach vorne gebracht wird, also maßgeblich für diese Anteversion verantwortlich. Aber ja, der vordere Schultermuskel bekommt hier auch eine entsprechend gute Menge an Belastung ab. Das heißt, man kann mit der Übung dafür sorgen, dass der tatsächlich auch kräftiger wird, der vordere Hand. Dann helfen bei der Flexion im Schultergelenk natürlich noch zwei andere Muskeln. Einmal der Musculus biceps brachii, möglicherweise der lange Kopf ein bisschen mehr als der kurze. Und dann haben wir noch den Musculus coracobrachialis, den kennen wir auch schon aus dem Video zu den Liegestützen auf dem Trainingsball. Der unterstützt auch in sehr geringem Maße diese Anteversion. Wenn es bei dir darum geht, die vordere Schulter so ein bisschen mehr zu beanspruchen, ein bisschen mehr zu kräftigen, dann kannst du es ja auf jeden Fall mal probieren mit dem Frontheben. Ja? Und dann machst du das eine Zeit lang und dann wirst du ja sehen, ob es vielleicht was bringt oder nicht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und auch meinen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Durch Anatomy Learning konnte ich die 3D-Modelle zu den anatomischen Abbildungen erstellen. Vielen Dank dafür.